Ja, hallo, herzlich willkommen bei Holly Sportkaschemme. Freut mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffe natürlich, ihr seid alle gesund und munter und habt keine Erkältung oder irgendwelches dieser komischen Sachen, die da ja meistens anfallen bei den Witterungsbedingungen. Gut, kommen wir zum 14. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga. Wie ihr wahrscheinlich alle wisst, Sonntag 17:30 Uhr erwartet unser FC die Mannschaft von dem ersten FSV Mainz 05. Ja, man kann sagen, Abstiegskrimi oder Driller, genau wie vorige Woche das in Darmstadt war, geht es für beide Mannschaften im Grunde genommen nicht um alles, aber um sehr, sehr viel. Und zwar geht es für jeden um 3 Punkte. Für den FC sowie für Mainz auch ein eminent wichtiges Spiel, wenn man auf die Tabelle schaut. Ja, Union letzter mit 7 Punkten, dann kommt Mainz mit 8, Darmstadt mit 9 und der FC auch ebenfalls mit 9. Also kann man schon von einem, ich will nicht sagen richtungsweisenden Spiel, aber wer da 3 Punkte machen kann, kann natürlich einen richtigen Satz machen in der Tabelle. Und für den FC wäre es natürlich auch gerade im Hinblick auf die nächsten 2 Auswärtsspiele sehr, sehr wichtig, vor Weihnachten nochmal zu punkten. Und ja, wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn wir da einen Dreier einfahren könnten. Sonntag gegen eine Mainzer Mannschaft, die bisher auch nicht gerade so gut performen konnte, wie man es gewohnt war von letzter Serie. Man hat sich ja dann auch ja, im beiderseitigen Einvernehmen vom Trainer Bo Svensson getrennt. Die Geschichte hat nun Jan Sievert übernommen, der, ja, ich glaube, mal Co-Trainer bei Wagner in Huddersfield und hat auch Jugendmannschaft trainiert in Bochum. Kommt mehr oder weniger aus dem zweiten Glied der Mainzer. Und ja, man kann es so ähnlich sagen wie Klopp damals, wie Phönix aus der Asche gestiegen ist oder Tuchel, hofft man sich wahrscheinlich in Person von Heidel, dass das mit Jan Sievert genauso gelingt. Ich wünsche den Mainzern dazu alles Gute, nur natürlich Sonntag nicht. Ja, ist ein unbedarfter Trainer. Hat die Mannschaft eigentlich gut im Griff. Nachdem er die Sache übernommen hatte, haben die Mainzer auch gleich, für meine Begriffe überraschenderweise, RB Leipzig zu Hause bezwungen. Ja, haben dann aber vorige Woche mehr oder weniger auch unglücklich mit 0:1 war es, glaube ich, gegen Freiburg verloren. Die Mainzer hatten auch viele Spielanteile und haben dasselbe Manko wie der FC auch. Ihnen geht ein bisschen Torgefahr ab. Gut, machen gute Spiele, haben eine gute Qualität und ja, treffen einfach die Kiste nicht. Aber wem erzähle ich das? Das sind wir ja mehr oder weniger schon monatelang gewohnt. Uns geht es ja mehr oder weniger genauso. Bei den Mainzern scheint Unisuvu wieder fit zu sein. Ja? Alle Kölner kennen den. Das letzte Spiel, was in Mainz war, sind wir ja mit 5:0 abgeschlachtet worden. Davor konnten wir das Rückspiel dann voriges Jahr, nee, dieses Jahr im April war es mit 3:2, dann 0:2 Rückstand noch, ja, drehen. Das Spiel, was dann auch, ja, gut war für Selbstvertrauen, logisch. Die gesamte Bilanz spricht 7 Siege für den FC, 8 Unentschieden bei 9 Niederlagen. Das ist jetzt nur in der ersten Bundesliga gewesen, die Spiele, die da stattgefunden haben. Die Mainzer müssen auf ihren Torhüter Zentner verzichten. In der Kiste wird wohl Batz stehen, der mehr oder weniger aus der dritten Liga kommt von Saarbrücken, hat da aber sehr gute Spiele gemacht und mit Sicherheit kein schlechter Torwart. Wie sieht es personell sonst aus auf Kölner Seite? Mehr oder weniger alle einsatzfähig, bis auf Ali, Du und Adamyan, die für meine Begriffe aber mehr oder weniger sowieso keine Rolle gespielt hätten. Selke musste wohl 2 Trainingseinheiten aussetzen, scheint aber dann auch wieder fit zu sein. Morgen ist nochmal eine Trainingseinheit und dann wird Trainer Baumgart auch ja, den Kader berufen. Ich rechne jetzt mal mit folgender Aufstellung. Ganz normal, Schwebe in der Kiste, so wie sie es gehört, auf der rechten Seite. Weiß ich nicht, inwiefern Rasmussen wieder fit ist. Könnte mir auch vorstellen, durchaus vorstellen, dass man mal sich mit der Überlegung getragen hat, Thielmann auf diese rechte Seite zu stellen, wenn es ihm nicht zu riskant ist. Ich weiß es nicht. Ganz links in der Kette dann Heinz oder Paquarada, 2 Sechser,
so wie ich mir das wünsche, Martel und Lubicic. Und dann haben wir viele Optionen. Auf der rechten Seite Thielmann, links Kainz. Vielleicht muss Kainz auch auf die Bank. Dafür wäre dann Meiner die Option. Und zentral, so wie das auch aus verschiedenen Zeitschriften hervorgeht, Waldschmidt, der dann nach seiner Einwechslung in Darmstadt richtig gutes Spiel gemacht hat, auf der 10 und mit einer Spitze Selke. Ja, sollte er wieder topfit sein, aber davon gehe ich mal aus. Also haben wir personell auf der Art und Weise keine Probleme. Wir haben dann auch eine gute Bank. Ich denke mal Findgreve, Olesen, Ut oder Kainz, je nachdem, Meiner. Also man kann dann gut nahelegen. Ja, die Hütte wird voll sein, auch trotz der widrigen Wetterumstände, denke ich mal, dass das Stadion voll sein wird. Und ich rechne mal mit einem hochintensiven Spiel. Ja, da muss jede Mannschaft seinen Platz, sein Herz auf den Platz lassen, wie man das immer so schön sagt. Und wer die meisten Fehler macht, denke ich mal, wird das Spiel dann auch verlieren. Entscheidend wird für mich sein, wie man im Mittelfeld agiert, dass wir die Sache unter Kontrolle kriegen. Die Mainzer auch mit, wie gesagt, mit dem gefährlichen Stürmer Ashorsch, der aber so scheint es wahrscheinlich nur auf der Bank sitzt. Man hat da mit Richter, der von nach der BSC gekommen ist, noch einen guten Mann und auch mit Lee. Also wir haben zwar 1-0 in Darmstadt gewonnen, sind aber bei Weitem nicht dazu in der Lage, eher in der Mannschaft zu unterschätzen, wie die Mainzer, die natürlich auch alles rausholen werden, um ja, zumindest nicht zu verlieren, wie das immer so schön gesagt wird auf der PK. Klar, jeder will gewinnen, selbstverständlich. Alles andere wäre ja auch kontraproduktiv, zu sagen, man will nicht gewinnen. Das ist logisch. Nur, ich will jetzt auch nicht irgendwelche Rechenkünste anstellen, wenn wir da einen Dreier machen und die verlieren da und die verlieren da. Dafür ist das alles noch zu weich gespült, die ganze Geschichte. Man muss sehen, dass man das Spiel unbedingt gewinnt und dann den ein oder anderen Punkt in Freiburg oder in Berlin macht, um dann auch gestärkt oder sogar verstärkt in die Rückrunde geht, dann im Januar mit dem ersten Spiel des Jahres 2024, das letzte Spiel eigentlich der Hinrunde gegen Heidenheim, was dann natürlich auch, da ist richtig Druck auf dem Kessel, das Spiel müssen wir natürlich auch gewinnen. Und ja, da wollen wir hoffen, dass Verstärkungen ins Haus kommen, ja, richtig gute Leute, 1, 2 richtige Granaten, die ja auch Bundesliga können und das auch schon nahegewiesen haben. Und wir haben ja beim letzten Video schon drüber gesprochen, Baumgart hat sich da, ich will nicht sagen, so weit aus dem Fenster gelehnt, er hat seine Meinung geäußert, völlig korrekt, gehe ich voll akkord mit ihm und ja, der Vorstand hat sich diesbezüglich noch nicht geäußert. Baumgart hat in der PK gesagt, man hat ein Gespräch geführt, ganz offen und ehrlich, so wie es auch normalerweise unter erwachsenen Männern gehört. Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass wir das Ding sonderheim fahren können mit 3 Punkten und dann sieht es eigentlich, ich will nicht sagen gut aus, aber dann sagen wir mal vorsichtig, nicht mehr so schlecht wie bisher. Man hätte dann auch mal 2 Spiele ineinander gewonnen und ja, das würde dann der Mannschaft natürlich auch das nötige Selbstvertrauen geben, wo man auch merkt, dass da am Selbstvertrauen vieles liegt und vieles mangelt. Es muss einfach mal so ein Sieg her, der gut rausgespielt ist und der sicher ist, wo man die letzte Viertelstunde das Spiel runterspielt und die 3 Punkte im Sack hat. So, eigentlich wollte ich so viel gar nicht dazu sagen zu dem Spiel, aber ja, klar geht einem die Pumpe, wenn du bedenkst oder wenn du rechnest, nee, machen wir lieber nicht, verlieren. Einfach nur verlieren ist verboten. So, jetzt mal meine Bundesliga-Tipps bereits heute Abend. Hoffenheim gegen Bochum, mein Tipp 3-1. Union Berlin gegen Gladbach. Ja, jetzt hätten wir die Gladbacher mal nötig. Aber ich denke mal, Union hat sich jetzt auch mit dem neuen Trainer so weit gefangen, dass sie die Borussia zu Hause schlagen. Mein Tipp ist 2-0. Frankfurt erwartet den FC Bayern München. Die Bayern haben sich in Frankfurt bisher immer sehr, sehr schwer getan. Aber ich denke mal, ja, der Druck auf die Bayern wächst ja auch. Die Pillen machen auch alles sehr, sehr gut im Moment. Deswegen denke ich, dass die Bayern das Spiel mit 2-1 für sich entscheiden können. Wolfsburg gegen Freiburg. Ja, ist auch nicht alles klar und glanzlos da in Wolfsburg mit Kovac.
Ich denke mal, der steht auch schon etwas unter Druck mit der Mannschaft. Aber gegen Freiburg, die jetzt auch Selbstvertrauen getankt haben, auch gerade nach dem Sieg in Mainz, mein Tipp 2:2. Bremen erwartet Augsburg. Die Augsburger sind wahrscheinlich besser im Lauf drin als die Bremer zurzeit. Im Moment wäre mir sogar ein Auswärtssieg für Augsburg ja lieber als ein Heimsieg für Bremen. Ich tippe trotzdem mal ein 1:0 für Werder Bremen. Heidenheim erwartet Darmstadt, ebenfalls ein Abstiegsthriller. Mein Tipp, ja, die Heidenheimer werden das Spiel mit 3:2 gewinnen. Dann haben wir Samstagabend das Topspiel Dortmund gegen RB Leipzig. Die Dortmunder nun ja auch sich, ich will nicht sagen, im Pokal blamiert, aber man ist überraschenderweise auch in Stuttgart ausgeschieden. Mein Tipp, Dortmund wird Revanche nehmen, wird das Spiel mit 3:2 gewinnen. Und dann haben wir die Bayern starten Stuttgarter Sonntag gegen die Pillen aus Leverkusen, die aber im Moment machen können, was sie wollen. Man muss auch sagen, sie haben eine Top-Mannschaft und werden das Spiel auch mit 3:1 in Stuttgart gewinnen. Und dann natürlich zu dem Spiel, was uns am meisten interessiert, der erste FC Köln gegen den ersten FSV Mainz 05. Mein Tipp 2:0. Ja, wäre natürlich traumhaft, zwei Spiele gewinnen und zwei Spiele noch zu null. Und dann, ja, können wir uns die nächsten zwei Spiele etwas gelassener angehen und angucken. Ja, noch etwas anderes. Zwei U21-Spieler sind wohl in einen tödlichen Unfall, wo eine Mutter mit ihrer Tochter ums Leben gekommen sind, ums Leben gekommen. Und ja, man kann da keinen vorverurteilen. Man weiß, ich kenne auch die ganzen Umstände nicht. Es ist natürlich auch schade. Die zwei Jungs tut mir natürlich auch leid, auch mein Mitleid für die Familie von dem Verstorbenen, aber die Jungs haben da natürlich auch einen Knacks weg und man hat sie auch sicherheitshalber erstmal vom FC freigestellt. Namen sind nicht bekannt, muss auch unbedingt nicht sein an der ganzen Geschichte. Wer es unbedingt wissen muss, der muss sich nur um die U21 kümmern, guckt sich mal eine Aufstellung an und sieht dann, wer dabei ist oder wer nicht mehr dabei ist. Ja, wollen wir hoffen, dass so, es gilt ja die Unschuldsvermutung, dass die Jungs da irgendwo gut auch wieder rauskommen, wäre ganz nett, denn wie gesagt, nähere Umstände sind mir leider nicht bekannt und ich will auch jetzt nicht irgendwo was weitergeben, was da irgendwo in der Presse spekuliert wird, gehört sich nicht. Ich dachte nur, es wäre hier auch mal die richtige Stelle, sowas auch mal bekannt zu geben, weil der ein oder andere liest es vielleicht auch nicht. So, dann verbleibe ich mal mit sportlichen Grüßen. Und mit einem schönen, intensiven, hochklassigen Fußballspiel, was es mit Sicherheit nicht werden wird, denn es ist Abstiegskampf pur. Hoffe mit dem richtigen Ausgang, mit einem Sieg für unseren FC Köln. Dann wünsche ich euch viel Spaß am Wochenende bei den Fußballspielen und bleibt alle gesund und dann sehen wir uns dann spätestens Sonntagabend oder Montag. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Olli. Ciao.